So. Naja. Sieht jetzt nicht allzu stabil aus. Ja. Und ist es auch nicht. Oh, alter Schwede. Das kann doch wohl nicht so schwer sein. Wir haben jetzt hier eine kleine Holzbrücke, okay? Soweit, so gut. Das Ganze wollen wir jetzt hier... Pass mal auf, wir machen einfach von rechts... So, hier. Was heißt das jetzt? Was soll ich sagen? Wo? Ah, so, okay, okay. Tragkabel und jetzt einfache Verbindungen. Nichts Kompliziertes. So, ganz simpel halten. Das dürfte doch jetzt echt klappen. Natürlich nicht. Au. Gut, dann machen wir nochmal das mit diesem Eisenabschnitt. Das war ja gar nicht so verkehrt. Und das gesamte Spielchen wieder hier. Yep. Und dann vielleicht hier auch nochmal ein Tragkabel. Ja, bleib einfach da. Und dann gibt es neue Verbindungen. Genau. So. Oh. Das Tragkabel macht jetzt gar nichts mehr. Schmeißen wir das hier weg. Nee, das wird nicht besser. Alles entfernen. Na? Hallo? Hm. Wollte ich jetzt eigentlich anders? Aber egal. So, jetzt hier nochmal. Holz. Und rüber und nochmal verbinden. Ja. Rüber. Vielleicht einmal komplett runter. Trägt das jetzt eher die Brücke? Nein, es trägt die Brücke nicht. Dann werden wir es auch direkt wieder entfernen. Und das hier auch. Ich will nochmal was anderes probieren. Hier. Das müsste doch jetzt hinhauen. All dieses Kabel sprengt die Brücke. Ich verstehe das gar nicht. Bin ich denn gerade so blöd? Hier erstmal stabilisieren. Das da vorne richtig gut. Und runter. So. Vielleicht jetzt einfach ein Kabel hier zum Verbinden. Also das Kabel hält. Aber das Tragkabel irgendwie nicht. Das ist echt zum Verrücktwerden. Wir werden jetzt hier noch einige Sachen verbinden. Ne. So, wir lassen jetzt mal das Tragkabel hier außen vor. Wir machen das ohne. Können wir das gesamte Stück hier verbinden? Nee. Na? Und von da. Oh, das geht auch nicht. Komm. Ah. Eisen, bitteschön. Ja, und... Ja. Hierhin. Darunter. Und nun. Ich habe noch eine andere Idee. Tragkabel. Ja. Kabel. Damit verknüpfen. Runter. Man könnte ja vielleicht... Oh ja, genau. Mehr Sicherheit geht nicht. Hahaha. Endlich. Das hat schon mal funktioniert. Jetzt ist die Frage, kann auch der Bus darüber fahren? Wir kommen langsam ein bisschen dichter. Es war jetzt schon nicht so verkehrt. Wie könnte man das Ganze noch optimieren? Vielleicht hier? Na, ich glaube, das ist dann wieder zu viel. Ach, so viel Material haben wir sowieso nicht. Ein Tragkabel? Nee. Also hier vorne. Sah das noch nicht so gut aus.
Vielleicht eine neue Verbindung errichtet. Ja, nicht nach da unten. Vielleicht hier hoch. Und dann... Genau. Nee. Dann ist das schon wieder zu viel. Oh. Machen wir das nochmal weg. Holz. Und Eisen. Dann Eisen runter. Stabilisieren. Da rechts geht es ja. Na, mal abwarten. Ja. Ja. Wie schwer ist so ein Zug? Ich will das wahrscheinlich gar nicht wissen. Jetzt kommen die Autos. Das sollte ja eigentlich klappen. Oh oh. Test 2 von 3 beendet. 100 Tonnen. Ach du heiliger Mist. Nein. Fahr schnell rüber. Fahr schnell rüber. Fahr schneller. Oh, das gibt es doch nicht. Okay, hier in der Mitte. Ich könnte mir vorstellen, dass es am Holz liegt. Wartet mal. Windsturm? Wie sieht denn das aus? Okay. Na, mal schauen. Anscheinend hält unsere Brücke sowas aus. Oh, super. Das war ja gar kein Problem. Jetzt nochmal. Wo macht es Knack? Ja. Also ich glaube, das liegt hier unten am Holz. Das Holz kann den Zug einfach nicht tragen. Das ist nun mal leider so. Dann probieren wir das noch einmal anders aus. Und zwar hier mit Eisen. Errichten wir ein paar Verbindungen. Nee. Hier vorne auch nochmal. Und dann werden wir hier einmal ein Gerüst bauen. Ja. Nee, am besten so, ne? Und dann könnte man das eigentlich auch schon wieder abreißen. Und das gesamte Teil kommt hier auch nochmal hin. Dazwischen spannen wir ein Tragkabel und werden das wieder mit allen möglichen Sachen hier verknüpfen. Auch einmal darüber und da zurück. Dann hier quer und so quer. Und vielleicht könnte man sogar genau perfekt. Ach, nicht ganz. Noch nicht ganz. Dann bauen wir hier doch noch eine Verbindung. Ist das jetzt schon fertig? Ja. Ich glaube schon. So. Naja. Sieht jetzt nicht allzu stabil aus. Ja. Und ist es auch nicht. Da kommt dieses Holzstückchen nochmal weg und das da auch. Da ist jetzt auch gar nichts gebaut worden. Wieso denn nicht? Ja, dann reißt das hier vorne nochmal ab. Das Kabel soll weg. Das da auch. Das machen wir anders. Hier. Runter. Einmal rüber. Das da entfernen. Na? Kriege ich gar nicht hin. Wieso kann ich das nicht löschen? Ach so. Hier nochmal neu bauen. Und rüber. Das weg und das hier weg. Tragkabel hier zwischen spannen. Nee, war richtig.
So. Und mit einem einfachen Kabel verbinden. Die Mitte ist auch ganz wichtig. Yep. Oh, alter Schwede, wieso geht denn das jetzt nicht? Wo ging die Brücke genau kaputt? Alter, die sackt ja komplett zusammen. Warum denn das? Hä? Wieso? Ist das jetzt wieder zu schwer? Aber ansonsten kommt ja der Zug auch nicht rüber. Boah, Mano. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Eisen, hier, komm, eine Eisenverbindung. Hier vorne auch noch eine. Na? Material. Reicht nicht mehr aus. Ne. Die Brücke ist zu schwer. Da können wir machen, was wir wollen. So wird es nicht funktionieren. Das ist leider Fakt. Dann ein Plan B. Diese Stützen stehen weiter außen. Ja, dann hier rüber und so. Kabel verbinden. Ne. Oh, Freunde, ich geb's auf. Also, irgendwie kommen wir hier echt nicht voran. Sind wir denn mit denen hier befreundet? Würde ja eigentlich Sinn machen. Nee, sind wir nicht. Ja, komm. Unsinnige Sachen ist doch genau unsere Stärke.